Hallo liebe Fotofreunde, es ist Mittwoch und wieder Zeit für ein neues Video. Heute geht es hier um die Lightstreaks Fotografie. Bevor wir beginnen, möchte ich dich auf das Video Langzeitaufnahmen bei Nacht hinweisen. Da werden die Grundlagen der Fotografie bei Nacht behandelt. Check das im Vorfeld bitte aus, denn ich gehe jetzt in diesem Video nicht mehr großartig auf die Grundlagen ein. Das Einzige, was noch behandelt wird, ist der ISO-Wert und die Bulbaufnahme. Von daher, check das Video bitte im Vorfeld aus und schau dann im Anschluss dieses Video oder schau zuerst dieses Video und dann im Anschluss die Langzeitaufnahmen bei Nacht. Ich wollte schon immer die Lightstreaks fotografieren und was eignet sich dazu besser als eine Autobahn bei Nacht? Ich stand auf einer Brücke, habe mir die A7 ausgewählt und mir eine Position gesucht. Du solltest die Positionen von Bild zu Bild immer wieder einmal wechseln, nie stur an einer Position stehen bleiben und da hunderte von Fotos schießen. Du brauchst dazu ein Stativ, einen festen Untergrund, einen Fernauslöser und den Bulb-Modus an deiner Kamera. Der Bulb-Modus in deiner Kamera erlaubt dir, die Belichtungszeit vollständig frei zu wählen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jetzt bis 2,5 Sekunden belichten oder eben 107 Sekunden. Ganz egal, bis du eben meinst, das Foto ist so korrekt belichtet. Ich habe den Bulb-Modus gewählt, denn ich habe am Heiligabend fotografiert und bei mir war relativ wenig Verkehr auf der Straße. Von daher musste ich mit den Belichtungszeiten sehr stark variieren. Ich habe teilweise 1 Minute 30, 1 Minute 40 Sekunden belichten müssen, bis ich eben ausreichend Verkehr auf meinem Foto gehabt hat. Genau das solltest du auch ausprobieren. Du musst dich rantasten mit den ISO-Werten. Ich habe mit ISO 1000 begonnen. Wie du jetzt in diesem Foto siehst, hier hatten wir ISO 1000, 11mm und Blende 8. 11mm und Blende 8 habe ich übrigens in jedem Foto verwendet. Und hier habe ich nur 14 Sekunden belichtet, aber wie du schon siehst, auf der rechten Seite fehlt der Verkehr komplett. Im nächsten Foto war das ein bisschen besser. Da hatte ich auf der rechten Seite schon eigentlich den Verkehr so, wie ich ihn haben wollte. 2 Spuren, 4 Lichtstreifen. Aber eben die linke Seite war am Ende hier nur noch mit einer Spur befahren. Und hier hinten, so, ja, was ist es, überstrahlt von irgendwie Fernlichtern oder Überholmanöver. Man weiß es nicht genau, was da hinten passiert ist. Hier habe ich 35 Sekunden belichtet. Im nächsten Foto war das wieder ähnlich. Da war die linke Seite eigentlich ganz gut, nur hier viel zu hell. Die rechte Seite war zu wenig befahren. Ganz klar hätte ich hergehen können und sagen, ich ziehe die Lichter mir runter. Und vielleicht die Belichtung auch ein bisschen. Dann hätte das schon gepasst, aber wie gesagt, die rechte Seite hat zu wenig Lichtzieher für mich im Foto gehabt. Danach habe ich mal auf ISO 100 gewechselt, also ich bin von ISO 1000 runter auf ISO 100. Aber ISO 100 ist deutlich zu dunkel, auch im nächsten Foto. ISO 100, 35 Sekunden Belichtungszeit, viel zu dunkel, hat mir nicht gefallen. Und bin dann auf ISO 400 hoch und ich fand, mit ISO 400 habe ich die besten Resultate erzielen können. Aber an dem Foto hat mir auch wieder gestört, dass eben hier hinten zu viel Licht war, hier vorne eigentlich wieder gar keins. Und das nächste Foto gemacht und die Position gewechselt in die andere Richtung. Auch das hat mir auf der rechten Seite nicht gefallen, weil, wie schon erwähnt, da war nicht ausgeglichen genug Licht im Foto. Bei diesem Foto war das ähnlich, aber schon ganz gut. Also fast schon perfekt, nur die Zeit war zu dunkel. Also die Zeit war nicht so dunkel, aber die Belichtungszeit war zu wenig. Ich habe nur 24 Sekunden gehabt. Das hat das Foto alles ein bisschen dunkler wirken lassen. Und ja, aber auch noch nicht perfekt von der rechten Seite her. Und das hier ist das Foto meiner Wahl, das wo ich dann auch entwickelt hatte und auch veröffentlicht habe. Und genau das möchte ich jetzt mit dir durchsprechen, welche Werte ich angepasst habe, wie das Ganze zu entwickeln und zu bearbeiten ist. So, für die Entwicklung schnappe ich mir jetzt einfach dieses Bild und beginne direkt mit den Anpassungen der jeweiligen Regler. Den Kontrast habe ich angehoben. Die Lichter reguliere ich wie immer runter. Und die Tiefen ein wenig angehoben. Den Weiß- und Schwarzpunkt lasse ich mir wie immer automatisch setzen.
indem ich einen Doppelklick auf Weiß und auf Schwarz und die gedrückte Shift-Taste tätige. Die Klarheit habe ich angehoben und die Dynamik ebenfalls. Dann, was habe ich dann getan? Gradationsquelle habe ich in Ruhe gelassen, HSL, Farbe, Schwarz-Weiß auch, Teiltonung auch, die Details möchte ich mir mal schnell anschauen. Wir haben ein leichtes Rauschen im Foto, wie wir hier in der Miniaturvorschau sehen können. Ich zoome ein wenig rein, ich werde hier das Rauschen ein wenig mindern, vielleicht so um die 20, mehr nicht. Schärfen tue ich nur in Photoshop, das zeige ich euch nachher. Als nächstes bin ich auf die Objektivkorrekturen gegangen und habe dort die chromatische Aberration entfernt. Das Foto ist etwas schräg, ich richte es später mit dem Freistellungsüberlagerungswerkzeug aus. Bin dann auf die Effekte, habe eine kleine Vignette reingezeichnet und den Dunst ein wenig runter rausreguliert, ja. Jetzt wirkt das Foto ein wenig dunkler. Von daher bin ich nochmal in die Grundeinstellungen gegangen und habe mir hier die Belichtung ein wenig angehoben. Vielleicht so. Ja, und so möchte ich es auch lassen. Was ich jetzt noch machen muss, oder was jetzt noch gemacht werden muss, ist, dass die Schräge aussehen, dass der Horizont gerade ausgerichtet wird, und das macht man wie immer mit dem Winkelwerkzeug. Ich suche mir hier am Horizont eine Linie und ziehe mit dem Winkelwerkzeug eine Linie auf, und dann sollte das eigentlich jetzt so fast gerade sein. Ich positioniere den Ausschnitt noch ein bisschen, versuche es ungefähr so zu halten, dass ich die Dreidrittelregel befolge. Also zwei Drittel Landschaft, ein Drittel Himmel. Mal gucken. Ja, so ist es ganz in Ordnung, so gefällt es mir, so lasse ich es. Und es war eigentlich auch schon die Anpassung in Lightroom. Alles Weitere, der größere Teil, kommt dann gleich in Photoshop. Haha, bevor ich es wieder vergesse, und ich vergesse es leider ganz gerne, möchte ich dir noch zeigen, das Vorher-Nachher-Foto. Also, so sah das Foto vorher und nachher aus. Nur minimale Anpassungen, aber du siehst schon im Himmel deutlich mehr Leben. Ja, es ist auf der linken Seite war es arg dunstig, war es tristgrau, und auf der rechten Seite haben wir deutlich mehr Farbe im Foto und es sieht einfach lebendiger aus. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Teil in Photoshop. Bevor wir das Foto jetzt in Photoshop bearbeiten können, müssen wir es exportieren, und ich exportiere das Foto mit der rechten Maustaste auf das Bild, sage Bearbeiten in und dann in Photoshop als Smart Object öffnen. Es ist wichtig, dass dieses Foto als Smart Object geöffnet wird, von daher diesen Punkt auswählen. So, nachdem das Foto nun in Photoshop importiert wurde, überprüf nochmal, ob du auch wirklich ein Smart Object importiert hast. Du erkennst das Smart Object an diesen beiden kleinen Symbolen rechts unten hier in der Miniaturansicht. Wenn du auch ein Smart Object haben solltest, dann kopierst du dir dieses Smart Object bitte zweimal. Mit STRG und J wird die Smart Object Ebene dupliziert. Ich benenne die obere Ebene als Straße. Die mittlere Ebene wird benannt in Desktop. Und die untere Ebene benenne ich als Hintergrund. Okay. Den Hintergrund werde ich mir gleich schwarz einfärben, indem ich mir hier das Füllwerkzeug auswähle und die Farbe von Weiß auf Schwarz ändere. Okay. Das sollte ganz schwarz sein, okay. Die Toleranz von 25 auf 255 anhebe. Dann klicke ich hier einmal rein, bestätige das Ganze mit OK und färbe das untere Foto schwarz ein. Du siehst es jetzt natürlich nicht, weil die beiden oberen Ebenen natürlich drüber liegen.
Kontrolliere nochmal, ob auch wirklich alles schwarz geworden ist. Wenn nicht, noch einmal mit dem Filmwerkzeug nachfärben. So, nachdem du deinen Hintergrund schwarz eingefärbt hast, musst du sicherstellen, dass du die Toleranz hier oben von 255 wieder zurück auf 25 stellst. Das war deutlich zu viel, also von 255 auf 25. Okay. Als nächstes erstelle ich mir eine neue Ebene, indem ich hier unten auf das Ebenensymbol klicke. Ich werde die neue Ebene hier über die Desktop-Ebene verschieben. Ziehe mir dann einen Rahmen in das Foto. Und zwar so, wie ich das ungefähr haben möchte, wo wir dann hinterher sagen können, okay, der Teil ist in dem Foto und der Rest wird aus dem Foto herauskommen. Das muss jetzt noch nicht hundertprozentig sein, denn der Rahmen wird eh noch transformiert. Ich positioniere mir diesen Rahmen so ungefähr, wie ich ihn haben möchte. So ist der Rahmen erstmal für mich in Ordnung. Als nächstes benötige ich einen Rahmen in dem Rahmen, also eine Kontur. Die erreiche ich auf Bearbeiten, Kontur füllen. Ich nehme 40 Pixel, Farbe werde ich natürlich weiß machen. Die Position der Pixel soll in den Rahmen sein, nicht in der Mitte, auch nicht außen, sondern innen liegend. Bestätige das Ganze mit OK. Und muss einen ganz kurzen Moment warten. Und dann haben wir unsere Pixel, also unseren Rahmen im Rahmen. Als nächstes möchte ich den Rahmen hier ein wenig mir zurecht ziehen. Geh auf Bearbeiten, Transformieren und dann perspektivisch. So, jetzt erstmal so nach hinten positionieren, ein bisschen nach oben. Vielleicht noch ein bisschen breiter. Vielleicht noch so ein bisschen mehr auf diese Seite. Wir können es jetzt noch ein wenig drehen, indem ich jetzt hier erstmal das Ganze bestätige. Danach auf Bearbeiten klick und dann nochmal auf Transformieren und dann hier auf Drehen. Dann können wir das Ganze noch so ein bisschen schräger darstellen, auch noch ein bisschen weiter positionieren, so vielleicht. Und so gefällt es mir jetzt hier eigentlich schon ganz gut. Ich bestätige das Ganze wieder mit dem Haken oder mit der Enter-Taste. So, nachdem du dir deinen Rahmen so positioniert hast, wie du dein Foto hinterher gestalten möchtest, drückst du die Steuerung-Taste und auf deine Ebene, und zwar auf die Miniaturansicht, sodass alles markiert wird. Im Anschluss drückst du Steuerung, Shift und I, damit alles ausgewählt wird, und danach die Taste Q. Okay. Wenn du das gemacht hast, verwendest du dein Füllwerkzeug und nimmst die schwarze Farbe und füllst hier einmal alles aus. Dann drückst du noch einmal die Taste Q. So, jetzt hast du hier die Maske vergrößert und eben selektiert und als nächstes klickst du hier auf deinen Desktop und dann auf Ebenenmaske. So, nachdem du dein Foto maskiert hast, deinen Desktop, klickst du auf die obere Ebene, auf die Straße, machst diese sichtbar und verwendest dann hier dein Schnellauswahlwerkzeug und markierst oder selektierst den Bereich, der hinterher aus dem Foto herauslaufen soll. Ich mache das jetzt nur ganz grob zur Veranschaulichung, wie das Ganze funktionieren kann. In dem hinteren Bereich brauchst du gar nicht so genau und filigran arbeiten, denn das wird sowieso nicht sichtbar sein, denn das ist ja dann auch das Bild selbst. Hier auf der linken Seite habe ich natürlich deutlich
zu viel selektiert, deswegen muss ich da noch ein wenig nacharbeiten. Ich mache das hier alles nur ganz, ganz grob. Du kannst es viel, viel feiner und besser machen mit deinem Foto. Für mich, zu der Veranschaulichung hier, reicht das jetzt erstmal so. Okay. Wenn ich das getan habe, drücke ich hier noch einmal auf das Maskieren-Werkzeug und habe mir jetzt hier fast alles maskiert. Spielt keine Rolle. Mit der Farbe Weiß und einem Pinsel kann ich Bereiche hineinzeichnen. Man braucht natürlich nur eine Deckkraft von 100%, dann geht es natürlich auch viel, viel besser. Und mit Schwarz kannst du Bereiche entfernen. Ich demonstriere es nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, nein, ich mache es ganz einfach, wenn ich jetzt hier zu weit rausgemalt habe, kann ich jetzt hier mit der schwarzen Farbe und dem Pinselwerkzeug das alles wieder zurücknehmen. Ja, und somit kannst du ganz fein und filigran deine Kanten begradigen. Danach noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen, nachschärfen und veröffentlichen. Wenn du nun deine Straße oder dein Foto soweit bearbeitet hast, dass all das, was aus dem Foto herauskommt, sauber maskiert worden ist, alles schön gerade ausgerichtet worden ist, dann haben wir noch den letzten Schritt und der letzte Schritt geht folgendermaßen. Du klickst auf die Hintergrundsebene und wählst dann hier dein Verlaufswerkzeug aus und ziehst hier einen Verlauf von die Farbe deiner Wahl. Ich nehme schwarz auf weiß mit einer geraden Linie. Einfach einen Verlauf in das Foto hinein. Klar, hier ist es nicht sauber, da ist es nicht sauber, aber für dich, dein Foto ist jetzt sauber bearbeitet und da sieht es natürlich top und Bombe aus. Wenn dir alles viel zu schnell gegangen ist, kein Problem. Schau das Video einfach noch einmal und noch einmal und noch einmal, bis es genauso mit deinen Bildern klappt. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Hier auf der rechten Seite findest du zwei weitere geile Videos von mir. Unten befindet sich der Abonnieren-Knopf. Nie wieder ein Video verpassen. Abonniere meinen Kanal. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Wenn du Fragen hast, poste mir diese in den Kommentaren. Besuch mich auf Facebook. Die URL findest du in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.